Du meinst das Holy Shit Ding hier? Ja, Ethereum. Ja, da kann ich noch nichts machen. Naja, du kommst gleich mal auf den Claim und dann baust du dir eine Pickaxe. Holy fucking shit. Wie weit darf man entfernt sein? Was? 200 Meter. 200 Meter, ja. 200. Du siehst es in der, im Gruppenfenster, da sind die drei Köpfe mit dem Plus. Wenn das nicht mehr leuchtet, kriegst du nichts mehr. Alles klar, weil die Ader, was sie freigegeben wurde, die geht noch weiter rein. Ja, aber keine 100 Meter. Ne, deswegen habe ich gerade gefragt. Das war 200 gewesen. Ist auf mich gelassen. Hier. Nochmal, jetzt bei mir. Na, no, ich hab hier auch noch. Wo oh, Diamant ist sauber. Ich glaub, das reicht. Wo bist du? Hab ich auch noch mal eine ganze Meile. Ja, das hab ich auch. Trotzdem kann der dritte Zeit lassen. Steffi? Kann ich da fragen, jetzt. Weißt du noch den Moment, als wir die erste Höhle gefunden haben? Ja. Das war episch. Ja. Boah, so groß, boah, hier geht's auch noch lang. Ah, sowas vergessen wir nicht. Ja. Keine Ahnung, was denn kann. Repariert. Mondstein, okay, aber cool. Aber jetzt lass mal nicht nostalgisch werden, das ist gerade mal eine Woche. Was, Mondstein? Ja, das stimmt. Eine Woche, mir kommt es aber vor, als wäre es eine Ewigkeit her. True, true. Das war nur mal ein Gedanke, ey. Nur, dass ich nicht dumm bin. Du ein Alberner. Du bist ein Alberner. Du bist ein Alberner. Ein alberner Sau. Ja, so ist er. Aus sein. Die sind auf dem Fall. Wollen wir noch weiter reingehen? Ja, ne? Jo, deine Mama hat ja auch früher mal gesagt, ne? Meine Mama ist tot. Dödö. Fettnerv. Fettbadewanne. Machst du das jetzt in dem Jo? Na, hier oben das Kohlstück noch machen, wa? Was willst du machen? Hier oben das Gold irgendwo. Was geht denn da? Hier. Oh, achso, da oben. Seid denn hin, Jungs? Was? Ach da. Nico? Ja? Ich habe mir jetzt auch eine kleine Tüllhöhle auf mein Grundstück gebaut. Ich würde mal in die Decke zu bohren, das ist total bescheuert. Was meinst du denn, Jo? Musst du dir bei Zeit mal angucken. Ja, ich hab das jetzt Jetzt hab ich auch. Ja, ich bin gerade relativ begeistert gerade von Fireball. Ah! Das ist voll lahm, das Game. Das ist eigentlich ganz cool. Also ich hatte es damals zur Beta gezockt, ich fand's mega lahm. Das ist halt so ein typisches Standard-MMO. Leveln,
Questen bis zum Abwinken. Ja, so wie bei jedem. Ja, eben, wie jedes MMO halt. Deswegen hat mich das auch nicht umgehauen. Ich bin ein MMO-Spieler, aber ich bin halt, also, wenn es ein MMO ist, dann soll es schon was bieten, was Neues. Und nicht immer Call of Duty Teil 13, weißt du, so auf die Art. Also, ich finde nicht so viele First Person oder generell so viele Ego-Shooter-MMOs. Was? Eine Ego-Shooter-MMO? Der einzige, was ich gehört habe, war Tabula Rasa. Es gibt noch, hier, wie ist das? Divinity oder wie ist das? Nee, das ist nicht. Das nein, ist okay. Ja, Defiance, genau, Defiance. Defiance. Ja, Defiance. Ich sag mal Defiance. Es ist quasi Borderlands im Multiplayer. Ja, lol, ich seh nichts mehr. Also Borderlands im MMO so. Ey, krass, Mann, dieser Server ist so überfüllt. Natürlich, der geilste Server ist gerade so überfüllt. Überfüllt mit Leuten? Ja. Ja, das ist schade. Die sind alle so voll, ich mag da gar nicht drauf. Komm mal hier in die Oberfläche, gibt's auch genug. Ist das Klimper das, was ich denke? Was? Keine Ahnung, was du denkst. Ich kann nicht in deinen Kopf schauen. Okay, na, ich sag's jetzt nicht. Oder Wasser. Ich will wieder Unterricht haben. Ich will Kreise lernen. Ja, was hat sie gestern gesagt? Freitag. Freitag, selbe Zeit. 7. Ja. Nice. Und es geht um Kreise. Unterricht. Ja, es gibt hier eine Lehrerin, Infinity of Light heißt sie, und die unterrichtet halt im Bauen. Aha. Da geht man dann hin, kommt zu ihr mit ins Raid Call rein und hört dann zu und macht fein mit, was sie vormacht. Und am Ende, letztes Mal war es so, dass die Zuschauer, die bei ihr waren und die anwesend waren, noch voten konnten irgendwie, welches sie am besten finden. Sie hatte vorher die sie persönlich am besten fand, alle rausgepickt und dann durften die anderen voten, welches das Beste ist, und dann wurden da so die Gewinne aufgeteilt. Okay. Ja. Und sie hat den epischen Double Jump gewonnen. Und ich so ein Bohrer. Genau. Ich war der letzte Platz, von denen die gewählt wurden. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Musst du dir mal angucken. Wow. Darauf würdest du abfahren. Wer, ich? Ja. Okay. Warte dich mal zu mir. Ich habe schon so viel gesehen in diesem Spiel, ich bin nur noch sehr schwer zu beeindrucken. Ja. Komm mal her. Jetzt? Gönn dir mal eine Pause, schau doch mal. Okay.
Okay, ja, mach ich. Ich mach hier noch eben die Wurst weg. Nee, es lohnt sich nicht. So. Weil ich brauche noch 300 Rubine. Da ist sie. Das lassen sie halt nochmal in die Hülle gehen. Da war ja auch gerade was. Ja, dann klopft man sich auch mal in Ruhe. Geht einfach mal ein ganzes Stück weit in eine andere Ecke der Map, weil hier habt ihr schon einiges abgegrast. Brauchen wir. Ja. Wir gehen nochmal rein in die Hülle. Ach, das nicht. Hm. War ein bisschen tiefer, oder ist das alles gewesen? Wieso alles? Ich bin da. Und lass uns mal woanders hingehen. Jo. Herzlich willkommen. Vergnügungsviertel. Weißt du, wo die Höhle ist? Okay, hier bin ich richtig, wie es aussieht. Oh, ach, der Bollocks hat übrigens gesagt, Steffi, deine Taverne sieht aus wie ein Freudenhaus. Echt? Ja. Das freut mich, Steffi, doch. Free Box. Ein Haus der Freuden und des Schabernacks. Die sind alle leer. Kann ich verarschen? Oh, da, krass. Hier kann man sich Mitri... Kann ich mich gerade verarschen? Was denn? Hier kann man sich einen Betrieb-Pickaxe rausnehmen aus der einen Truhe. Da sind ganz viele drin. Was? Also, wenn man das will. Ja, teleportier dich zu mir. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ich will weiterfahren. Du kannst auch selbst wohl nichts rausnehmen, wenn es jemand anders grundlegt. Nein, ich hab's doch gerade versucht. Ich hab's rausgenommen und wieder reingenommen. Hier gibt's auch so Run-Speed-Upgrades zum rausnehmen. Das ist ja mal nett. Wessen ist das? Ist der da? Ja, hier ist Stack. Ich gucke mal, ob die besser sind als meine. Nee, sind sie nicht. Gold, Saphir. Obwohl. Eine gute ist dabei. Kannst du hier mal ein paar Pflanzen noch mit abbauen? Ja, also ich bringe mal einem von euch eine gute mit. Oh, das wäre cool. Guck dir mal das Haus hier an. Also das ist die beste und die nehme ich dir jetzt raus. So. Was, wo, was? Das Restaurant hier. Oh, Bluebell. Ja. Ich schreibe ihm erstmal kurz, dass ich mir eins rausgenommen habe. Sag mal, kannst du mir mal... Ich hab mir da sagen, weißt du, hier eine gute, guck mal, hier hinten ist doch so eine gute, eine große rote Stelle. Ich nehme an, es wird eine Mine sein, oder? Eine Höhle. Wo siehst du das? Wenn man hier gerade, also in Blickrichtung, dort wo keine Claims sind. Achso, hast du das Show Claimer Bilder? Aha, gehen wir mal vorwärts. Geradeaus, immer voran. Hört so aus, ja. Allzeit bereit, immer bereit. So, ich komme gleich mal gucken, aber alter Schwede. Absolutely, sagt er. Rechts gibt es da vier abzubauen. Nee, das ist Kobalt auf jeden Fall. Kobalt kann mich totschmeißen, ich habe 98 Kobaltbahnen. Wer hat von euch jetzt auf diese Welt angesiedelt? Auf welche? Auf die TR4-Welt? Myrotas. Ja, aber nicht die hier. Nee, aber nicht. Die scheint echt freundlich zu sein, die Welt.
Und das sind viele moderne gerade in der Nähe. Guck mal hier oben. Hier ist nochmal so ein Schiff, mein Gott. Ja, dann zeig mal hier rum, ich habe noch nichts gesehen. Ja, komm mal mit. Guck dir mal das Restaurant hier an. Erstmal liken. Damn. 77 Likes, krass. Alter! Mhm. Alter, das ist so. Oh. Hier müsste theoretisch. Hier möchtest du keine Vase fallen lassen. Ja, auch nur ein Glas. Das, die Gemälde sind schön. Ich sehe richtig, was er damit meint und ausdrücken will. Ich fühle es innerlich. Wird kein Schluss. Doch. Ich fühle es innerlich. Ich fühle es in. Er ist in mir. So. Er das ist schön. Alter. Miro, das klang ein bisschen schwul. Nein, nicht so. Sei nicht so homophob. Miro hat immer so eine homoerotischen Schiffe drauf. Okay, aber hier unten scheint es nichts zu geben. Hier, guck mal da hinten. Ich glaube, ich habe den Höhleneingang mehr noch nicht ganz gefunden. Wow, 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 ich bin im Wasser. Scheiße. Du bist hier einfach durch, oder? Korrekt. Oh, ah, hier geht's runter. Hä? Oh, jetzt ruhig zieh. Ah, ich bin im Brunnen gewesen, sorry. So, wo geht's denn? Ich bin. Hier hinten. Was gibt's? Ah. Rote, ich brauch Rote, ich brauch Rubine. Ach du Scheiße. Hier hinten, sagst du. Ich hab die. Ich seh dich nicht. Wollt, was du da siehst, wird mir ganz wieder anders. Komm, ladet mal Miss Metal ein. Ja, genau. Oh ja, schon mal. Ladet mich ein. Miss Metal. Ich hab dich doch schon eingeladen. Nope. Nein? Ich brauch dich so einladen, warte mal. Das ist schön hier. Richtig schön. Wobei ich sagen muss, dass ich sowas ja auch hätte selber bauen können. Das ist nicht schwer gewesen. Aber es ist trotzdem schön. Kann ich denn hier nicht wohnen? Ich mag den selbstgemachten Kronleuchter. Mit der diesen Leuchtedingern. Der ist cool. Ja. Er hängt in der Luft, aber er ist cool. Ja, und der hat Leuchtdinger rein. Der. Alter, das Ding ist Wahnsinn. Das ist krass. Mit diesem Gitter davor. Oh Gott. Ja. Ich will das Feuer anmachen. Oh ja. Schon besser. Jetzt will ich mich hier hinsetzen. Ich dachte zuerst, es wäre ein Prop, bis ich dann gesehen habe, dass er selbst gemacht hat. Voll krass. Das ist bis jetzt der schönste Kamin, den ich gefunden habe. Guck jetzt nochmal hier. Oh, das Gelände! Guck jetzt nochmal hier. Das Gelände ist der Hammer. Oh nein, was ist das? Nein. Alter, mit den Fässern drin. Ich hab den Höhleneingang gebohrt. Und hier das Kasse. Ich hatte selber das Ding schon mal im Kopf, das als Kasse zu benutzen. Jetzt hat der mir die Idee geklaut. Ja. Also nicht geklaut, aber die Flaschen sind geil. Guck dir mal die Flasche hier an. Oh ja, sowas muss ich machen. Richtig krass, ey. Ja. Und den kann ich auch ein paar gebrauchen. Aber das mit den Lichtern ist auch richtig cool, ey. Alter, ich glaube, diese Höhle eskaliert gleich wieder. Was? Diese Höhle eskaliert gleich wieder. Wieso? Hä? Ja, weil hier wieder Rubizid rumliegt ohne Ende. Ich mag die Treppe. Ein goldenes Raumschiff. Ich mag die Treppe und wie der Strich den Weg zeigt. Mhm. Oh Gott, warte, ich muss das Raumschiff nochmal von draußen sehen. Ist das geil, Alter, das ist Holy shit. Alter, das ist ja voll geil, mit dieser pinken Linie. Genial. Das ist der Hammer. Gott sei Dank schwimme ich hier nicht runter. Wenn ich das tun würde, dann wäre doof. Hat der eine Glasscheibe drüber gemacht? Das ist natürlich schlau. Ah, rausgehüpft. Total nice hier. Aber auf jeden Fall.
Ich muss woanders bauen. Ich finde irgendwann irgendwo. Mein Platz ist der beste. Das Raumschiff ist richtig nice. Auch hier mit diesen schwebenden Steinen in der Luft und so. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da ist eine rotglühende Festung. Eine Tech-Festung. Ja, okay, es hat sich gelohnt. Aber ich will mir da hinten dieses Stadtteil nochmal angucken. Das ist so eine Stadt, so eine kleine. Hier ist auch eine Tech-Festung. Die Stadt hat der so gut gemacht. Ja, irgendwie so. Sieht so technologisch aus mit. Wow, was für ein geiler Schriftzug. Übelst, wer wohnt hier? Dieses Gebäude ist so krass. Ach, hier waren wir doch schon. Ich habe mir die anderen Gebäude noch gar nicht angeguckt hier drin. Ja. Oh, krass. Oh, ich bin durchgeglitscht. Scheiße. Hier ist eine Deutschlandflagge. Schwarz-Rot-Gold. Und eine, keine Ahnung was. Und da sind Pokale, goldene Pokale neben der Deutschlandflagge. Oh Gott, ist das geil. Nein, was ist das denn? Das ist ja. Das ist der Wahnsinn. Meine FPS sind auch der Wahnsinn hier, ey. Warum machen so viele die Türen schräg rein? Oder ist das auch ein neuer Bug, dass die manchmal schräg werden? Kann ich mir gut vorstellen. Dumm. Dass das ein Bug ist. Das ist so schön hier. Doof. Koga. Koga hat's drauf. Koga? Ja. Wo ich bin. Wie buchstabier mal. K-O-G-E-R. Ah, okay. Ich bin 400 Meter entfernt von dir. Oh, ich mag das Fenster. Ja, ich komme. Sorry, ich war noch nicht fertig mit Satz sehen. Nee, ist kein Ding, Alter. Doch, ist es. Ah, da bist du, gut. Boah. Übelst heftig. Übelst 3 FPS erstmal beim Ranhucken. Ja. Oh, du 2 FPS. Ah, jetzt geht's. Du. Und wieder. Oh Gott. Das K. Das ja, K. Alter, das K, Alter. Alter! Ich wünschte, mein Name würde mit K anfangen, damit ich das klauen kann. Alter, das K. Das muss so eine Arbeit gewesen sein, dieses K. Ey, was? Es ist das übelste K, Alter. Es ist das krasseste K, das ich in meinem Leben gesehen habe. Ey, das ist richtig heftig. Wenn man weiß, wie schwer es ist, dieses K zu machen, ist das so, oh, ja. Mein Mind. WTF, was für ein K, Alter. Ja, das ist echt ein krasses K. Ich mag diese roten Dinger. Der hat diese roten Leuchtfarben genommen. Voll teuer. Aber sieht halt einfach nur saugeil aus. Übelst heftig. Obsidian Thron. Aber 4 Blöcke sind echt verschwendet worden. Das hätte der auf 2 gekriegt. Hätte er wirklich. Hätte er es ein bisschen kleiner gemacht, hätte er noch 2 über. Komm, muss mal unten gucken. Also. Was heißt unten? Wo ging's denn hier, Alter? Da. Bist du direkt am Waffenladen? Wo? Ach, da. Oh.
Krass, man kann sich aber nichts rausnehmen. Das sieht nochmal heftig aus. Oh, hier geht's runter. Und nochmal das K, weil es so schön war. Oh, was? Der Boden, der Typ hat so drauf. Ich? Ja, du auf jeden Fall. Wer denn sonst? Alter. Was? Koga. Der Boden flasht. Ich hab schon gefunden, einen voll süßen, den er mit Laternen ausgestattet hat. Ja, toll. Warum fahrst du auch? Naja, so versteckt war er nun nicht. Mein Motor war aus. Ach. Ach. Bei mir war das alles so, dass Polen mir reinließ. Ich muss mal sagen, das ist schon ziemlich krass, oder? Der Dungeon sieht oh, hammer Alter. Aus. Hast du dich zu uns teleportiert, oder was? Nee, ich habe eine riesige Ethereum-Ader gefunden. Ach so. Ja, das ist doch gar nichts. Teleportier dich mal zu uns, Alter. Nein, das geht nicht. Ich muss das farmen. Alter. Ich bin der, am besten weg. Der hat aber alles drauf, ne? Der beherrscht das Game komplett irgendwie. Der kann Terraforming, der kann diese Tiles übelst krass. Ist krass. Bis die Tage. Jo, bis die Tage. Boah. Das ist so schön. Man kann hier drin zwar nichts machen, aber es ist trotzdem schön. Ja. Eben, ich frag mich echt, ob hier irgendwo was ist. Aber und wie man hier wieder hochkommt. Oh Mann, scheiße, jetzt stehe ich in der Höhle und habe keine Pickaxe, um das abzubauen, was ich abbauen will. Na, dann teleport dich zu mir, dann kriegst du eine Pickaxe. Ja, dann komme ich aber nicht wieder in die Höhle rein. Ja, so, doch. Es gibt andere Höhlen, Alter. Nein, du kannst doch dieses Dingens da benutzen. Das Dingens? Drückst B und dann auf... Andere Welten haben auch schöne Höhlen. Ja, ach Gott. Auf B... Dann gibst du, klickst auf Gallery und dann suchst du mal nach S und dann siehst du rechts Filter nach und dann machst du Adventure Terrace und dann siehst du da zum Beispiel den zweiten, kannst du dann anklicken und so und dann bist du da. Und es kostet dich auch keinen Schad, auch wenn es da steht. Ich mach Evac to Safety. Ja, ich auch. Auch aber geil. Vielleicht jetzt leider auch geil. Auf Search Text, ne? Nee. Ja? Tun mir was zu trinken. Nur ganz hochkorrekt. Ja. Lol, let's go to prison heißt es. Und als Logo haben sie eine Seife. Tja. So bescheuert. Hier, warte. Ich muss nochmal ganz kurz B, dann auf. Drückst B, dann gehst du auf Gallery oder Galerie. Ja. Wieder da. WB. Ja, wir waren ziemlich nah aneinander, oder? So. Dann gibst du zum Beispiel S, einfach nur das Wort S ein, den Buchstaben. Ja. Und dann steht links sortier nach und dann kannst du sortieren was und dann suchst du den Claim aus und dann bist du wieder dort und das hat dich nichts gekostet. Ich will jetzt aber wieder zu meiner Base, also beeil dich. Teleportier dich nach warte. Also wenn du es ausgewählt hast, dann gibst du, also wo du hin willst, gibst du in der Suche ein Koger, K-O-G-E-R. Und dann solltest du da Kogas Claim sehen. Ja, der 1 oder 2? Ist egal. Ist beides dasselbe. Ach nee, 2. Nimm die 2. Oh. Ich muss da einfach nur draufklicken, oder was? Ja, und dann Teleport oder sowas.
Du schaffst das schon. Du, ich kann da nicht. Ich kann da nicht mal doppelklicken, kann da nichts machen. Also, du drückst. Ich bin auf Kogas Claim, das steht schon alles da. So, und die kann das auch auswählen, aber ich kann dort nichts scannen. Warte, ich mach's nochmal selber eben. Warte. Adventure. Aber das Paar ist krass, ja. Terrace, aber Terrace. Warum teleportierst du nicht einfach zu mir? Immer schon mal gemacht hab. Na, wow. Ich finde nichts, keine Ahnung. Ah. Okay. Ach, weil das Satisfaction Abyss ist und nicht Terrace. Deswegen. Ah, da bist du ja. Sehr schön. Und meinetwegen können wir auch in so einer Welt neu ansiedeln. Da habe ich auch kein Problem mit. Ich habe bei mir noch nicht viel gebaut. Outwash. Neu ansiedeln werde ich nicht. Mein altes bleibt. Oh, das war so eine Arbeit. Ich bin ja schon neu angesiedelt und das war nicht hier. Ich gehe jetzt mal auf Ridge und schauen, was da so abgeht. Was das für ein Biom ist und wie es bebaut ist. Ridge ist ein Tier-4-Planet. Die ist gut. Behandle sie, als wäre sie dein eigener Sohn, okay? Okay. Danke. Pappen. Hast einen Sohn. Ui. Und die kann man doch auch upgraden, ne? Mit diesen ollen Steinen, ne? Genau, mit diesen ollen Steinen. Hallo? Alter. Ist er hier? Ja. Bin ich noch da? Er ist der, von dem du die Pickaxe hast, kannst dich bei ihm bedanken. Ja, ich bin da. Ich bin noch da, oder? Ah, weißt du, wie man Fahrstühle macht? Aus Wasser. Ja, das ist klug. Oh, geil, fettes Wüstenbiom. Das Wüstenbiom und auch am Rande noch so bebaut, in der Mitte schon. Oh, heftig, mit fetten Männern. Mit, was ist das? Das ist kein Mann. Oh mein Gott. Eine Eidechse? Mit einem Schwert, mit einem Weltschwert in der Hand. Oh, das ist ein Obsidian-Krieger. Ein Obsidian. Boah, ist das heftig, Alter. Ist natürlich auch eine unfassbar geile Geschichte. Das ist ein Ninja Turtle. Das ist jetzt der Aufzug, oder was? Ja. Runter kommst du mit X und hoch kommst du mit Leertaste. Das ist richtig cool. Alter, das Schiff hier? Ja. What the fuck, ey. Was? Nochmal. Was hast du gesagt? Hallo? Ja, redest du mit mir oder was? Ja, ich weiß nicht, redet irgendjemand mit mir? Ich weiß auch nicht. Nee, ich dachte, ich habe eigentlich nicht mit dir geredet. Aber, ja, du doch nicht, aber... Ich habe nur ein Schiff gesehen, hab gesagt, wow, mir hat auch nicht getan. Okay. Wieso, hast du uns was zu sagen? Nö. Nee. Oh Gott. Im Gegenteil, ihr könnt alle die Fresse halten. Die auch, Steffi. Awkward Moment. Ich weiß nicht, meint Steffi jetzt mich oder mit wem redet die? Nein. Sag mal, höre ich dreifach oder so? Ich glaube, du hörst deinen Stream, ja, oder sowas.
Carsten redet doch noch. Hast du Carsten gemutet oder so? Oder? Was? Ich rede die ganze Zeit mit ihm. Was ist mit dir? Alter, was geht mit dir, Steffi? Alter, Steffi, ich mach's nicht. Ich hab einfach meinen Namen. Sie hatte aber auch wenig Schlaf, ne? Muss man bedenken. Nein. Ich hab einfach nur. Es war nur ein Missverständnis. Seht euch doch mal. Ich hab nur meinen Namen gehört und dachte mir, hä? Okay. Worum geht's? Ich mag die Kanonen hier, die sehen zwar aus wie Würste, aber ich mag sie. Alles klar. Ich finde das, total halt cool gemacht. Auch mit den Maschinen, ach nee, das sind die Maschinen auch. Ja, die Kanonen sehen irgendwie cool aus, aber... Alles sieht irgendwie cool aus. Die haben es halt drauf, ne? Ja. Die wissen, wie das geht. Und vor allem das Schiff ist aus, fast alles aus Gold. Das ist so crazy. Gold. Schön ist, hier gibt es keine Griefer, oder? Nee, wie soll man denn jemanden griefen? Einer könnte dich jetzt zubauen, dann könntest du direkt Evac machen und dann ist alles wieder gut. Admiral Benbow? Ja. Ich hab mal gesagt, dass ich die Musik einfach mal episch finde. Ich hab's da aus. Der Hammer. Der Hammer. Ich habe sie aus. Ich mag die Fenster, das ist so. Kann man nur so abgehen, ey. Ist das der Typ mit dem Car, wa? Der Typ ist der Wahnsinn. Alter. Oh. Wie kann man nur so krass sein? So aufhören. Ja, ist echt heftig. Die Fenster, ich bin immer so... Die Fenster, die, der macht die so gut, ey. Das stimmt. Die haben richtig Vorhänge dran teilweise. Mhm. And nice. Bin hier gerade auch beim ziemlich netten Baumhaus. Ziemlich nett, das werde ich jetzt mal auschecken. Oh, das sind 3 Baumhäuser. Also... Nukes Clay. Nice aus. Oh cool. Geht's rein? Ein Chick. Der Typ ist krass. Hier sind echt einige krasse Leute unterwegs. Alter.
Alter, was für ein Tattoo. Naja, der ist im Knast halt, ne? Voll derbe, oder? Hat er immer einen Plan dabei. Schon krass, ey. Glaubst du nicht, dass das gefotoshoppt? Also das von Prison Break ist, glaube ich nicht, dass es gefotoshoppt wurde, weil das sind ja eigentlich richtige Videos, die gemacht werden. Aber es sieht aus einer Serie. Ja. What naja, aus einer Real-Life-Serie, ja. Prison Break ist doch keine Real-Life-Serie. Ach nee, stimmt, das ist nicht. Das ist Anti-Knast-Schnull. Das ist das, wo immer erzählt wird, wie welche ausgebrochen sind und bla. Und ja, ja, und die meistens brechen halt dann auch aus. End oft und dann brechen sie wieder ein und weil sie voll Idioten sind. Keine Ahnung. Brechen sie wieder ein, was? Ja. Also das vergessen haben wahrscheinlich. Ja. Ja, Mutti vergessen. Alle 14b. Brechen sie wieder ein. Gibt es an sich auch Tier 6 Welten oder gibt es nur Tier 4 Maximum? Hier. Ja, nur Tier 4. Es gibt Tier 4 Welten. Oh, hi Zergat. Willst du mal sehen, was ich gebaut habe? Was? Das bin ich doch, Mann. Ja, willst du mal sehen, was ich gebaut habe? Sag dich doch. So, oh. Welcher Welt bist du denn? Aber ich bin direkt bei dir. Ah. Das war die Welt, wo wir eben in der Höhle auch waren. Das ist dieselbe, nur anderer... Nee, nicht die... Ja, doch. Alles gut. Ist die, wo wir in der Höhle waren, ja. Warum liegt das jetzt wieder nicht? Es leckt so, weil es lecken muss. Nee, das muss ich lecken. Ich hab da vorhin konstant quasi FPS drauf. Lol, ist das das hier? Das ist das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Ja, das ist ziemlich ekelhaft. Das macht mich stolz auf das, was ich geschafft habe. Ein Aufzug. Wow. Einfach nur richtig hässlich. Ultra hässlich. Als hätte der Typ einfach... Ist der dumm? Egal, ich beschwere mich nicht. Mama Monster hässlich. Der hat ein bisschen den Berg bemalt mit Farben. Wow. Das ist halt cool. Ja. Das macht mich wirklich stolz auf das, was ich geschafft habe. Ich glaube, dann sieht mich jetzt auch an. Direkt daneben. Bisschen den Berg anmalen mit ihm. Ist das hier? Nein, das ist nicht meins. Alter, hör doch auf zu gleiten, Mann. Ich komm nicht hinterher. Lol, mit Gleiten ist man langsamer, als wenn du mit der Hook durch die Gegend huckst. Ach, fiese, sehe ich nicht, wohin du dich bewegst. Ich bin direkt links von dir. Ja. Kann ich meinen Claim jetzt eigentlich löschen? Ja, ne? Theoretisch? Oder bist du da auch noch auf der Welt trotzdem noch? Aber egal. Na, ich bleib auf der anderen Welt. Das hier ist nur mein Zweitclaim hier. Ich werde ja nicht von meinem Geburtsort verschwinden. Hallo? So weit kommt's noch. Es ist tief in meinem Leben verankert. Nein. Das macht Spaß, oder? Das macht Spaß. Einfach da runterrennen. Das ist auch, es ist vorher auch wirklich geil animiert, muss man mal sagen. Ja.
Ey, wie viel Kobalt hier auf dem Boden einfach rumliegt, ey. Ist der Block hier? Ja. Alter, Claim. Guck nicht die Leichen da am Marktplatz, die Feuerwehr, ne? Guck, was hast du denn hier gebaut? Das habe ich nicht gebaut, das habe ich nur dahingestellt. Um immer zugreifen zu können, wenn ich was brauche. Das hier wird ein Krankenhaus, Quatsch, das hier wird ein Gefängnis. Und das hier, wie man sieht, wird das Krankenhaus. Kannst du mal reingehen. Da oben ist auch so ein Herz auf dem Krankenhaus. Siehst du das? Erkennt man das, dass es ein Herz ist? Ja. Echt? Ein bisschen, okay. Ich habe mir Mühe gegeben. Sowas sieht ja cool aus, ein Teppich im Alter. Ja, das war's. Bis jetzt. Jetzt geht's noch hoch und ist alles dasselbe. Was? Jetzt geht's noch. Ist dasselbe. Ja, ist alles dasselbe da oben. Ach, du hast das mit Wasser gemacht, die. Ja. Es ist so lange Wasser, bis endlich mal Fenster reinpatchen. Hier die mega Monsterampel. Nein, das, ja, nee. Ich kann nicht Rundglas machen. Ach so. So, hier ist eine Straße, auf der anderen Seite kommt nachher ein Fluss hin mit Brücke und sowas hier. Aber erstmal kommt der ganze. What the fuck? Der ganze Stuff. Ja, das ist cool hier, oder? Mit dem? Ja. Das hat Stil. Ja. Die Straße wird natürlich auch noch dieses schwarze Zeug werden, aber das ist so mega teuer, deswegen ist die schwarze, die Straße erstmal aus Dreck. Ja. Ja, das ist es, danke. Und unterirdisch kommt noch ein U-Bahn-System und sowas. Naja. Ja, wie groß willst du das machen? Ja, ziemlich, ne? Wie halt so ein kleiner Stadtteil. Ach, der ganze Claim hier gehört schon dir, oder was? Alle, die hier sind, ja, gehören mir. Das ist so ein riesenrotes Gebiet, das ist also dir. Ja, das ist mir. Nett. Das ist sogar bei der Höhle, wo ich war, in der Nähe. Das mag sein. Ja. Heroes City Life RP. Genau. Was rechts sind die ganze Zeit den Star geschenkt? Wird aber noch ewig dauern, bis es fertig ist. Ewig. Ja, so. Aber ich werde auch nichts überstürzen. Ich habe ja Zeit. Das kann man da ganz in Ruhe machen. Und hier gibt's immer richtig viele Mats. Dein Kobalt findest du hier, aber kannst du wahrscheinlich totschmeißen, sieht der auf dem Boden auf. Ja. Willst du hin? Hättest du hier auch abbauen können? Hm? Hättest du hier im Umkreis auch abbauen können? Ja, ich will aber hier hinten meine. Hier hinten den Höhleneingang gemacht, weißt du? Aber hier gibt's auch einen Höhleneingang. Was? Da gibt's eine Höhle? Oh, hier ist Rubizi. Zumindest glaube ich, dass es hier einen gibt. Ja, was verstörbar. Also hier ist mein Höhlen, aber willst du nicht mitkommen? So? Nee, gerade keinen Bock.
Okay, dann fahre ich für mich alleine. Hier ist ein Riesenrad. Wie cool. Geil. Ein Riesenrad. Was ist das, ein ganzer Vergnügungspark? Hier ist ein Autoscooter, ein Riesenrad. Krass. Dann ein, boah, ein Tischfußball und ein Billardtisch. Und eine kleine Bar. Pilzstände. Voll süß. Ja, cool, ne? I just wish the strafe speed wasn't as quickly to speed up, because I mean it goes like instant full speed. Hey, I see you. Straightforward a bit. You're just running all over shit. I'm going in. Proximity. I do not care. Ooh, Birdman's got a mass driver in the front of his weapon as well. You just kill him. No, I'm bloody though. I did some damage myself. We're just sitting over here in our corner. This is what we do. This is how we play Arena Commander. Das Klavier ist ja. Oh, I'm in. Oh, I'm almost in. Yes, I'm in. Fuck yeah, I'm in. Eat shit. Yes, I'm in. Dude. I'm in! It's hilarious. I'm in here! Oh, they're trying to kick me out! Yes, I'm mag booting inside of a ship! Yes, I'm in! I'm in! Yes, I'm in! Boarding actions! Fuck yeah, I'm in! I hope you're recording this. Oh, absolutely, you know it. The first ever Arena Commander boarding. You've seen it here first, folks. Alright, Birdman, go ahead. Shoot your guns to prove that... Actually, you know what? No. Roll very, very slowly. Very slowly. Birdman needs to join TeamSpeak. See, look, there's a guy in the back of the ship. There's a guy in the back of the ship. You're not synced correctly. Oh, there you go. Doesn't matter. I'm synced to my camera. That's what matters. For a second, you were on the outside, then you zoom back to the inside. Hold on, yeah, man. Hold still. Let me see if I can see him inside your ship. Warum da ich schon? Der wurde vom Regen gefilmt. Oh, no, something hit me. Take a picture of me looking at you in the back of the ship. Oh, no, something hit me. No! Kill it! Kill it! Bullshit. Can't fire, can't move. This is bullshit. Bullshit. I just got killed like three. Alright, we're going again. Follow, that's bullshit. Bullshit. We're bad back. Can't fire, can't move. Ramming speed. This is bullshit.